Wir sind heute im BMW-Museum, nachts im Museum. Und wir haben eine Einladung von BMW M bekommen zur Ausstellung 50 Jahre M. Uhu, lässig. Servus, Ede. Sind wir heute in der großen Schatzkammer, nicht in der kleinen, oder? Und lass mich raten, du bist wieder auf der Suche nach automobilen Einzelstücken. So sieht's aus. Und ich sehe hier auf jeden Fall schon mal ein paar, aber nicht jeder erschließt sich jetzt mir. Also hier stehen die Autos, die du das letzte Mal nicht gesehen hast, bei unserem Termin. Einige zumindest. Und ja, bunt und vielfältig. Eigentlich kein Widerspruch, im Gegenteil, eigentlich eine ganz schöne und harmonische Kombination, zumindest aus meiner Sicht. Ja, auch ohne eigentlich. Ich meine, beim letzten Mal waren deine Autos ja alle so handgezimmert, leicht, in Verkleidung, alles weg, Gewicht. Frickige Kopfstützen von Captain Spock. Du musst natürlich irgendwo den Gurt anbinden. Ja. Und wenn man jetzt nicht wie bei Mercedes hier so einen Höcker haben möchte, muss man das Gurtsystem in den Sitz integrieren. Das ist ja mehr wie normaler Kofferraum heutzutage. Es war das erste Auto mit variablem Verdeckkasten. Das ist der Hebel da hinten. Das ist der Hebel, das heißt also, wenn das Dach zu ist, dann kann man diesen Bereich auch noch hochklappen und hat einen eben noch größeren Kofferraum. M5 handgeschaltet Cabrio wäre auch mal fahren wert, aber keine Angst, ich nerv heute nicht. Das ist das Schöne an dem heutigen Treffen. Du kannst mich heute nicht dauernd fragen, ob du fahren darfst. Okay, das war letztes Mal schon gut. Also bei dem Auto kann ich dir schon mal eins sagen, die Farbe ist nicht mein Ding. Ja, ist ein bisschen anders, ist ein bisschen besonders. Ansonsten eigentlich von außen eindeutiger M-Roadster. Ja. Erkennst du ja immer an den Felgen und an den vier Endrohren. Das Besondere allerdings ist vorne. Der Z3 hat ja 321 PS als M und einen Sechszylinder. Ja, von der Länge her ist das auch ein Sechszylinder. Ja. Er hat halt nur zwei davon. Und ja, das ist jetzt einfach mal so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern ein kompletter Overkill. Einfach mal geschaut. Ein Zwölfzylinder in den Z3 reingebaut. Kriegt man den Zwölfzylinder da rein? Man kriegt den natürlich rein, weil ja der Sechszylinder eh schon drin war. Ja. Klein wenig aus der Balance, muss man zugeben. Aber ja, brachial. Auf jeden Fall brachial. Was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes. Auch den nur einmal. Dann guckt euch mal das an. Damals hat man sich sogar noch im Isolationsmaterial ein schönes BMW-Logo geleistet. Damals gab es ja nie einen M8 zu der Zeit. Nein, es gab nur den E31. Den natürlich in auch der sportlichsten Ausführung CSI. Was kann man mit dem Auto noch tun in Richtung Sportlichkeit? Ja, bei dem Auto sind wir tatsächlich an die Grenze gegangen. Er hat eine Kunststoffkarosserie. Du siehst die Lufteinlässe hinten, die hat das Serienauto nicht gehabt. Hier ist was ganz was Böses drin. Ja. Das ist eigentlich die Basis, die motorische Basis des Le Mans Renners. 640 PS. Nee, zu der was Zeit. Für ein Aggregat. Und als Zeichen, dass wir das wirklich ernst gemeint haben bezüglich Fahrbarkeit und Performance, können wir auch mal nach hinten gehen. Nämlich den Tank hinten. Er hat eben auch ein besonderes Ölsystem. Das heißt, also rechts hinten schaut man dann nach dem Öl. Und damit kann man wirklich richtig schnell fahren. Der hat auch ein paar Meter gemacht dann? Der hat ein paar Meter gemacht, ja. Okay. Ja. Du grinst so. Aber hör mal. Irgendwann war uns das Auto dann auch so kostbar. Okay. Weil den kann man nicht nochmal machen. Und ganz zum Schluss noch was für unsere Community und die Kamera. Zieh dir mal den Rückspiegel hier rein, dann weißt du, die Jungs haben es echt ernst gemeint damals mit Leichtbaugewicht und Aerodynamik. Hans, vielen Dank. Das war wieder der Knaller hier in der großen Schatzkammer. Ich bin froh, jedes Mal, wenn ich dich treffe. Vielen Dank dafür. Freut mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Ah, und übrigens, morgen lernst du noch den Andreas Braun kennen. Der kann dir hier noch einiges erzählen zu der Ausstellung. Also, ciao. Ciao. Dann schauen wir, dass wir den Andreas finden. Ja, da ist der Andreas. Der Andreas ist Kurator vom BMW-Museum. Und jetzt schauen wir mal, ob er uns was erzählen kann. Willkommen im BMW-Museum. Unglaublich, was du hier aufgebaut hast. Ich laufe schon hier auf diesen Curbs sozusagen runter. 50 Jahre BMW M, we are M. Wir haben erstmalig versucht, in eine bestehende Dauerausstellung eine Sonderausstellung zu Ehren von 50 Jahren BMW M zu legen. BMW M wäre nichts,
ohne diesen Motorsport. Aus dem Motorsport und dieser Idee hat sich alles andere entwickelt. Da sind so ein paar wunderbare Dinge entstanden. Da sagt man heutzutage, was war denn das für ein Drehbuch? Und das hat nur der Motorsport ins Leben gerufen, niemand sonst. Da gehören Autos dazu, Andreas. Wenn man hier auf diese beiden Fahrzeuge schaut, dann sollte man nicht vergessen, das ist das, was Jochen Nerpasch 1972 vorgefunden hat. Auch sollten wir nicht vergessen, Motorsport hat es natürlich sehr wohl vorher sehr erfolgreich schon im Unternehmen gegeben. Seit wir Motorräder selber bauen ab 23 und Automobile seit 1928, 29 waren wir immer sofort im Wettbewerb. Sieht schon hier so Motorsport-Schnellverschlüsse, also alles weit zurück und auch noch richtig mechanisch gebohrt mit Schrauben, aber IM ist ja auch immer viel Handarbeit, viel Engineering. Das ist der Spirit überhaupt, dieses Manufakturhafte, auch in kleinen Stückzahlen zu arbeiten, auch immer etwas auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, Ingenieure, die bei M arbeiten, legen noch mal eine Schippe drauf. Tja, jetzt wird's heiß und da sehe ich auch schon die klassischen Farben. Ja. Lange hast du mich auf die Folter gespannt, Andreas, aber hier sind sie. Die berühmten Dinger, 3 Liter CSL, unglaublich. Ganz wichtiges Stichwort bei BMW M ist der Technologietransfer. Profitieren ja auch die normalen Straßenfahrzeuge von alledem. Unglaublich, du siehst es schon, 3,5 Liter Sauger, damals 430 PS. Also das ist schon eine Leistung. Wir reden vom Jahr 1975. Und trotz allem Breitbau. Man könnte bei solchen kracherten, lauten Fahrzeugen, die es in sich haben, draußen deutlichst hinschreiben, ich bin ein BMW M. Und genau das tun sie nicht. Man muss als Kenner genau hinschauen auf die Radnabe einer Felge, hinten auf die Typenbezeichnung am Heck oder wenn man die Tür öffnet, unten beim Türschweller, beim Einstieg. Und das finde ich sehr stilvoll. Der erste M535i, den hast du ja auch stehen. Das wäre ein gutes Beispiel dafür. Sollen wir da mal hingehen? Das machen wir jetzt. Das ist genau das, was Andreas vorher erzählt hat. Das ist dieses Motorsport BMW M-Logo in dem Auto schon drin. Und eine wunderbare Idee von M, es auch zum Jubiläum 2022 nochmal aufleben zu lassen. Wer nämlich in diesem Jahr ein M-Fahrzeug kauft, der darf, und auch nur in diesem Jahr, der bekommt draußen auch ein besonderes M-Logo auf der Motorhaube. Und um einen Abschluss hier für unser Gespräch auch zu finden, mit all denen, mit denen ich gesprochen habe über M, wie es denn mit den nächsten 50 Jahren aussieht, hat man mir gesagt, wir werden weitermachen wie bisher. Alle Weichen sind gestellt. Wir sind offen für neue Technologien. Du weißt genau, was ich damit meine. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird bei M eine große Rolle spielen. Aber man wird immer wieder den Bezug finden zu dem, wo man herkommt. Die letzten 50 Jahre werden bei den zukünftigen 50 eine große Rolle spielen. Andreas, ein super Schlusswort. Unglaubliche Führung. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Privatführung, muss ich mal sagen. Die Fans werden es absolut schätzen da draußen. Danke nochmal. Bis bald wieder. Und ich hoffe natürlich, du hast recht mit deiner Prognose über die nächsten 50 Jahre. Gerne. Tschüss. Okay, ciao. Ja, Leute, das war eine unglaubliche Führung mit Andreas hier in den, muss man fast sagen, heiligen Hallen mit Einzelstücken, Unikaten, aber vor allem mit brillanten Geschichten zum Thema BMW M. Es sind einfach 50 Jahre We Are M. Danke fürs Zuschauen.